Ja, hallo liebe Brautpaare, herzlich willkommen heute hier in der Agentur Traumhochzeit mit Nina Ossenfort. Yes. Und ja, heute geht es so ein bisschen darum, um das Thema, braucht ihr eine Weddingplanerin und was bringt euch eine Weddingplanerin? Und dazu wird Nina uns gleich ein bisschen Auskunft geben. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, Nina, warum bist du denn überhaupt Weddingplanerin geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das war Ende 2012, als die Entscheidung gefallen ist. Und ich wollte einfach was machen, was bleibt, wo sich Leute noch dran erinnern, dann, wenn sie mit 80 nebeneinander auf der Couch sitzt, also quasi so wie wir jetzt gerade, nur älter. Und die dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn man wirklich was schaffen will, was den Leuten in Erinnerung bleibt, wenn man bei der Hochzeit dabei ist, was gibt's, was einem Paar mehr im Gedächtnis bleibt als die eigene Hochzeit und natürlich auch die Hochzeitsplanerin damit, ne? Ja, klar. Ja. Und wie lange machst du es denn mittlerweile schon? Du machst das ja auch hauptberuflich. Genau, ich habe das auch von Anfang an hauptberuflich gemacht. Also es ist bei mir jetzt so gewesen, dass ich direkt, als ich in das Franchise eingestiegen bin, sofort quasi Vollzeit Hochzeitsplanerin war und auch davon gelebt habe. Und das war eben die Entscheidung Ende 2012 und der Einstieg in die Agentur Traumhochzeit dann Anfang 2013. Und welchen Service kannst du denn den Brautpaaren so abnehmen eigentlich? Wo hilfst du denen ganz genau? Was bietest du da alles an? Also was wir natürlich hauptsächlich anbieten, ist die Komplettplanung. Das bedeutet also wirklich von A bis Z, ich sage immer Antrag bis Zeremonienmeister. Okay. Das ist immer so der Spruch. Also wirklich von der Budgetplanung, Location, Suche, Locationfindung dann auch ganz wichtig, Dienstleisterauswahl, Angebote einholen, Tortenprobe, Einladungskarten aussuchen und so weiter. So. Und die Komplettplanung ist unser... Okay. Eigentlich unser, ich sag mal, Topseller. Ja, das ist das, klar, was die meisten Paare haben wollen. Yeah. Aber wir bieten auch kleinere Pakete an. Also das heißt, wenn jetzt jemand nur eine Location braucht oder nur einen DJ zum Beispiel, machen wir da auch eine Vermittlung. Okay. Ja. Ja, es ist natürlich super wichtig, wenn man jemanden hat, der das auch ein bisschen organisiert und plant. Und wenn für euch jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Weddingplanerin in Frage kommt, dann bitte aber einen Zeremonienmeister bei euch bestimmen. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr nämlich hier oben. Schaut es euch mal an, da sind einige Tipps dabei, die euch sicherlich weiterhelfen werden. Nina, was passiert denn eigentlich, wenn du mal krank bist und ausfällst? Mensch, habt ihr die ganze Hochzeit geplant, dann sitzen die nachher da und da kommst du nicht. Ja. Hast du da eine Vertretung oder also, wann läuft das bei dir? Ja, genau. Also erstmal Frage an alle Selbstständigen. Krank, was ist das? ja, das ist ja einfach so, dass man nicht, wenn man jetzt die Verantwortung auch für eine Hochzeit hat, dass man dann nicht, wenn man irgendwie ein bisschen Schnupfen hat oder auch wenn man irgendwie leicht Fieber hat, zu Hause bleibt. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, außer natürlich, es tritt jetzt wirklich ein absoluter Notfall ein, wo man nie vorher weiß, so, ne, wenn ich vom Auto angefahren werde und ich klopfe auf Holz. Also es gibt so Situationen, wo man einfach nicht da sein kann. Okay. Wir haben ein großes Team, ich kann das gewährleisten, selbst wenn wir ausgebucht sind, wir haben andere Standorte, die das übernehmen können. Okay. Also wir sind bundesweit 25 Standorte, also da ist auf jeden Fall jemand dabei, der die Hochzeit übernehmen kann. Und wir schreiben auch im Vorhinein einen Tagesplan so, dass theoretisch jeder die Hochzeit umsetzen könnte. Ah, okay. Ja. Perfekt. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man natürlich mit einer großen Agentur, eine Weddingplanerin von einer großen Agentur bucht, weil da natürlich ein Team hinten dran steht, was auch, wo man ein bisschen umschichten kann. Und dann ist natürlich für den Notfall immer gesorgt. Ja, dann schon mal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke, Nina, für das Interview. Ja, danke dir. Gerne. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und ihr habt jetzt mal so einen Einblick bekommen, was so eine Weddingplanerin alles macht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.